Meine lieben Zuschauer da draußen, hallo und herzlich willkommen zurück im 50. Part City Skylines. Die 50 haben wir voll und ich denke, wir werden auch noch eine ganze Weile mit diesem Spiel hier beschäftigt sein. Wir haben jetzt beim letzten Mal endlich mal das gemacht, was ich schon lange auf meinem Plan stehen hatte. Wir hatten viele Dinge schon lange auf unserem Plan stehen, unter anderem Flughäfen. Die haben wir ja jetzt zwei Stück sogar, die mir eigentlich ganz gut gefallen. Aber was auch auf unserem Plan stand, war eben hier diese Hochautobahn. Die haben wir jetzt endlich. War natürlich jetzt der letzte Part wieder mal nicht sonderlich spannend. Wir haben immer unterschiedliche Parts. Manchmal sind sie was spannender und manchmal sind es halt auch nur Autobahnen. Und ich musste jetzt leider nochmal einen Autobahn-Part machen. Aber das ist halt eben auch der Grund, warum es dann im Endeffekt doch ganz cool aussieht. Hätten wir das zum Beispiel bei Little Manhattan nicht gemacht, sähe es nicht so cool aus. Wir machen jetzt Folgendes. Ich habe so ein bisschen habe ich gebaut, noch nach dem letzten Part ohne Aufnahme. Ich hoffe, das stört euch jetzt nicht allzu sehr. Wir hatten ja hier schon so ein bisschen die Anbindung gemacht. Ich habe jetzt hier noch so ein bisschen Autobahnanbindungen gemacht, hier und da, und dieser Hochautobahn ist jetzt soweit fertig. Was wir jetzt noch machen können, ist hier so ein bisschen das Ganze mal ausgeraden sozusagen. Warte mal, jetzt mal schauen. Zum Beispiel hier das ein bisschen wegmachen und dann vielleicht mal einfach so ein bisschen gerade machen und dann da wieder neu setzen, dass das vielleicht so ein bisschen schöner und einheitlicher wird, wie das Ganze hier so vonstatten geht. Warte mal, da ist zum Beispiel eine Highschool. Die müssen wir natürlich mal kurz loswerden. Irgendwo hinsetzen, so. Was sowieso noch so ein bisschen Problem sein könnte, was noch auf uns zukommen könnte, ist natürlich, dass wir hier überall Busrouten hatten, die jetzt halt so zerpflückt wurden und dass wir je nachdem die Busrouten nochmal neu machen müssen. Wenn es gar nicht anders geht, werde ich die halt einfach mal in einem Part neu machen, ja, und dann läuft das wieder. Nehmen wir uns mal ein paar Zeit, machen das und wer das nicht sehen will, überspringt das dann oder so, müssen wir mal schauen. Weiß ich jetzt noch nicht ganz, wie ich das machen möchte. Erstmal muss ich jetzt hier, da ist noch eine Polizeiwache. Die ganzen öffentlichen Gebäude müssen wir natürlich gleich wieder hinsetzen. Erstmal würde ich jetzt gerne diese Straße hier fortsetzen und dann vielleicht einfach hier hinten dran. Was haben wir denn hier? Das ist eine Grundschule. Die Grundschule kann ja schon mal wieder da dran, genauso wie die Polizeiwache gerne dahin kann. Und was haben wir hier noch? Ein Park, der kann auch dahin. Und dann habe ich noch eine Feuerwache, habe ich auch hier verschoben. Die kann auch wieder dahin. Und dann hatte ich noch eine Highschool, die kann von mir aus auch wieder dahin. So, dann haben wir nämlich alles wieder da, wo es war. Und die Arztpraxis auch noch. Na gut, dann kriegt ihr auch noch hier. So, jetzt haben wir alles wieder zusammen. Und ich kann hier die Straße da anbinden. So, dann haben wir das zumindest schon mal ein bisschen gerader gemacht. Da haben wir jetzt leider eine U-Bahn-Station. Das ist ein bisschen blöd. Vielleicht fasse ich die Straße also lieber nicht an. Und binde das hier einfach noch rüber. Und dann können wir natürlich diese Straße hier noch irgendwie... Ja, müssen wir gar nicht da dran bauen. Können wir eigentlich so lassen. So, hier würde ich dann jetzt wieder Büroflächen machen. Beziehungsweise, das machen wir einmal weg. So. Ich glaube, ich muss gleich niesen. Ich merke es schon. So, machen wir hier das, machen wir wieder Büro. Und von mir aus kann dann hier auch noch ein Büro hin. Und da bauen wir jetzt nichts hin. Das soll bitte auch weg, hier das eine Ding. Und die sollen bitte auch weg, die Flächen. So, da soll nichts mehr hin. Hier kann gerne, das soll bitte auch weg, da das bisschen Gewerbe. Da kommt stattdessen noch Wohngebiet hin. Da soll natürlich kein Wohngebiet hin. Das muss man natürlich machen. Wenn man jetzt hier so radikal umbaut, wie wir das machen, dann muss man hier und da so ein bisschen wieder neu schauen, wie soll das werden, wie soll das sein. Da könnte zum Beispiel noch ein kleiner Zweierpark hin. Wo ich das gerade mal so sehe. Wo haben wir den denn? Irgendwo ist der. Das ist immer dieses Problem, weil da kein Bild dran ist, weiß ich immer nicht, was das Richtige ist. Das ist wahrscheinlich das Richtige, genau. So, haben wir da noch einen kleinen Zweierpark. Und ja, da könnte man jetzt noch Parks machen, muss man aber nicht. Gut, haben wir das zumindest schon mal ein bisschen schöner gemacht. Das kann man natürlich hier auch noch machen. Man könnte jetzt hier auch noch das alles so ein bisschen gerade machen, dass das so ein bisschen parallel der Autobahn geht. Machen wir aber nicht jetzt. Haben wir noch genug Parts für Zeit. Zumindest ist die Autobahn wieder durchgezogen. Die Anbindungen sind wieder gemacht. Auch hier habe ich noch Anbindungen fertig gemacht. Also das sollte soweit alles wieder laufen. Wie gesagt, Busrouten sind dann nochmal ein anderes Thema. Und dann habe ich schon mal so ein bisschen grob gesetzt, wie das Ganze werden soll. Denn momentan haben wir ja hier noch so eine fette Autobahn, die hier so mittig durchgeht und dann hier so ein Kreuz macht. Genau da soll aber unsere Kreisstadt hin. Und wenn ich jetzt hier anfange, Kreisstadt zu bauen und da haben wir so ein riesen Autobahnkreuz, das ist nun mal kacke. Das muss da weg. Sonst wird's nix. Also, habe ich mir überlegt schon mal, wie ich das machen möchte. Und zwar werde ich jetzt hier diese Autobahn abknicken nach rechts. Sie geht hier rüber. Und dann trifft die sich hier. Geht auch darüber. Beziehungsweise, warte mal, die geht hier hoch. Oder wollte ich das so machen? Ja. Beziehungsweise, wir legen das noch höher. Wir legen alles da oben zusammen. Da kommt alles zusammen. Also. Machen wir jetzt gar nicht zu viel Trararum, sondern das wird einfach na, da oben zusammengelegt. Das heißt, die geht dann nach rechts, die geht nach oben. Okay, versuchen wir das mal. Wird chaotisch werden, aber ich glaube, ich finde das ganz gut. Okay, müssen wir sogar hier anfangen. Also, wir fangen ganz hier hinten an.
Es würde jetzt ein bisschen Autobahnarbeit nochmal, aber dann ist es richtig. Diese Autobahn hier. Ich hätte gar nicht manchmal gern so ein richtiges Abreißtool, mit dem ich einfach ziehen kann und dann ist alles weg. Diese Autobahn hier, die wird abgekürzt bis nach da oben. So. Fangen wir einfach mit der mal an. Dann haben wir einen Start. Im Kopf weiß ich schon, wie das alles werden soll. Auf dem Papier bzw. auf der Karte ist das dann immer nochmal was anderes. Aber ich denke, das kann man schon schaffen. Und so mega lange dauert es auch nicht. Man muss halt einfach mal sich ransetzen und die Autobahn machen. Und wie gesagt, das Überlegen, das habe ich ja quasi schon gemacht. So, also da kommt eine Autobahn von da oben und da ist auch Ende der Karte. Insofern viel weiter können wir da nicht weg. Diese Autobahn macht jetzt hier einfach eine Biegung und geht nach da oben weiter. Und in die andere Richtung mache ich jetzt dasselbe auch. Das muss jetzt gar nicht so schön werden, weil bis wir hier hinten mal irgendwann bauen, das wird noch ein bisschen dauern, denke ich. So, also die biegt ab. Die soll gar nicht mehr nach da unten gehen, sondern die biegt ab. Das haben wir schon mal. Die Autobahn muss nachher wieder angebunden werden. Die muss angebunden werden. Die muss angebunden werden. Okay. Dann geht die hier einfach mal weiter. Und geht hier rüber. Das können wir ja erstmal machen. So, seht ihr, das geht dann doch relativ schnell. Wenn man hier hinten nicht so schön bauen muss, weil man da sowieso nicht so viel bauen möchte oder weil man da eh noch nicht so bald bauen wird, kann man das Ganze auch ein bisschen schneller machen. So, das geht jetzt hier einfach ganz radikal hier über den Berg. Ne, das ist jetzt hier, geht's jetzt ziemlich, oh, das ist ja ein richtiger Berg. Da geht's jetzt, also da wären natürlich Tunnel cool, aber die gibt's halt leider noch nicht. Insofern müssen wir jetzt hier einmal über den Berg, macht aber ja gar nichts. So, und dann gehen wir auch hier natürlich daneben noch einmal über den Berg drüber. Sollte eigentlich alles kein Thema sein. So, also die Autobahnen sind schon mal. Die, die da von da oben kamen und hier so rumgingen, die ging ja hier so, tschiu, die geht jetzt einfach mal oben lang. Das bedeutet, die haben wir schon mal weg. Dann müssen wir natürlich die hier unten da oben wieder dran bringen. Können wir ja machen, ist kein Thema. Also diese Autobahn, die von da unten kommt, wieder oben anzubinden, das sollte machbar sein. So. Das bedeutet, die führt hier lang. Muss dann da wahrscheinlich jetzt über die Gleise. Müssen wir jetzt mal schauen, dass wir das machen. So, einmal hier rum und dann wieder da dran. Wunderbar, haben wir das auch schon wieder. Und jetzt hier vielleicht einfach einmal die, oder einfach einmal die Gleise über die Autobahn. Das ist, glaube ich, einfacher. Insofern machen wir erst die Autobahn und dann die Gleise wieder dran. Ich darf, muss nur aufpassen, dass ich nichts vergesse. So, und die, ach so, genau, die soll jetzt hier oben an die Autobahn sozusagen dran. Das war ja vorher auch der Fall, nur jetzt halt wieder, ja, woanders gelegen sozusagen. Aber das geht ja schon mal relativ zügig voran hier, was wir jetzt bisher machen. So, wenn wir mal gucken, dass wir hier an der Autobahn zumindest halbwegs parallel sind. Jawohl, die Gleise ziehen wir jetzt einfach hier drüber. Warum ist denn der Boden hier so grau? Ich vermute mal, weil da Erz drunter ist oder sowas, ne? Huch, warum will der denn jetzt hier nicht hochgehen? Ist das schon zu steil? Na gut, Tatsache, das war schon zu steil. So, einmal über die Autobahn und dann da wieder runter. Haben wir das auch gemacht? Das Gleis kann ja erstmal da bleiben. Die Autobahn muss jetzt einfach noch hier dran und dann ist gut. Die müssen wir jetzt nur noch verbinden sozusagen. Dann würde ich sagen, machen wir auch diese Gleise wieder drüber, dann haben wir es einfacher. Machen wir also die Autobahn jetzt einfach hier an diese dran. Das ist ja soweit okay. So. Und von dort aus dann nach hier. Jawohl, das haben wir schon mal. Und jetzt machen wir halt noch die gegenüberliegenden, also die, die noch drüber sind, dass die eben hier rüber kommen und die darüber kommen. Das ist eben diese einfache Anbindung, die man immer hat. So, das geht. Und das muss ja jetzt auch gar nicht sonderlich schön sein, wie gesagt, weil es ja eh hier hinten werden wir eh so bald nicht bauen. Also macht das nichts, wenn es hier hinten nicht so schön ist. So, jetzt haben wir, glaube ich, wieder alles angebunden, ne? Die kommen darüber, die kommen darüber und die kommen darüber. Beziehungsweise das könnte man natürlich noch, wenn man wollen würde, schöner anbinden. So. Genau, die kommen da, also die kommen darüber, die kommen darüber, die kommen dahin und ja, ich glaube, das ist soweit. Warte mal, ich kann es ja ganz einfach nachgucken, wenn wir das Ding nehmen. Ich habe ja im Endeffekt dasselbe. Also die müssen einmal darüber kommen, das funktioniert, und die müssen einmal darüber kommen, das funktioniert auch. Genau, mehr haben wir eigentlich gar nicht. Ja, okay. Also die Anbindung ist auch schon wieder da. Jetzt wichtig daran denken, dass die Gleise wieder verknüpft werden, sonst kriegen wir ein Problem.
Man muss halt manchmal auch im großen Stil bauen. Ja, jetzt bin ich ja hinten an Stellen, wo ich eigentlich gar nichts zu tun habe gerade. Aber wenn ich hier das so schön haben will, muss ich auch das da hinten richtig legen. So, die ist schon wieder verbunden nach da. Die kommt also schon mal da an, das ist wunderbar. Genauso wie die auch weiterhin verknüpft ist. Was fehlt jetzt noch? Diese Autobahn muss noch verbunden werden. Die Autobahn muss noch verbunden werden und die Autobahn muss noch verbunden werden. Und dann haben wir es eigentlich. Das kann ja schon mal weg hier. Ich glaube, das wird gut. Notfalls müsste halt sowas einfach die paar Minuten dann überspringen oder so. Wenn er das nicht sehen wollte. Aber eigentlich finde ich das auch ganz interessant, hier Autobahnen und so. Ich mag das ja. So, das kann weg hier, das Stück. Das hatte ich mal hilfsweise gebaut, dass ich sehe, wo ich lang will. Das kann aber jetzt weg. Weil ich ja jetzt doch ein bisschen anders baue. Ja, ist halt gar nicht so leicht bei so diesen ganz großen Sachen. Wenn man jetzt hier so ein ganz großes Ziel baut, muss man halt eben relativ viel abreißen und bauen. Das dauert dann immer ein bisschen. So, die kann weg hier. Deswegen das ganze Ding soll ja weg. So. Und jetzt haben wir also noch die Autobahn und die Autobahn. Die können wir schon mal kürzen. Das soll ja alles hier oben sozusagen zusammengeführt werden. Dann haben wir es nämlich so ein bisschen aus dem Weg. Wenn man dann noch Autobahn in die Stadt reinmachen möchte, kann man das natürlich immer noch machen. Aber dann können wir es nochmal selber überlegen, wie es sein soll. Und haben es nicht so vorgegeben hier mitten in der Stadt. Das sind ja auch eigentlich, diese Straßen hier sollte man ja eigentlich gar nicht bebauen können, weil das normalerweise gar nicht freigedeckt wird, das Gebiet. Aber mit dem 25-Teile-Mod haben wir es halt freigedeckt und dementsprechend können wir es auch bebauen und dementsprechend bebauen wir es auch. So, das noch weg und dann sind wir eigentlich fast schon fertig. So, sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Wie gesagt, die Gleise sind dann nochmal ein anderes Thema, die wir auch noch machen müssen. Aber erstmal das. So, der geht auch hier rum. So, der geht hier rum, dass der uns aus dem Weg ist. Okay, jetzt kommt der einfach, der geht jetzt einfach hier oben weg. Führt dann hier einmal rum. Geht dann nach hier und kommt dann da auch an. Und dann sind wir also schon wieder mit einer Autobahn mehr hier drüben. Die treffen sich jetzt gleich alle, da müssen wir nur noch da das Kreuz machen. Und dann sind alle wieder wunderbar verbunden, zumindest in meinem Plan. Ob das dann so funktioniert, das wird noch eine andere Frage, aber die beantworten wir dann erst, wenn es läuft. So. Einen großen Stile Autobahnen bauen. Wunderbar, die Anwendung ist auch wieder da, die war halt eigentlich so hier. Jetzt haben wir die nur so ein bisschen verschoben, dass sie uns nicht so im Weg ist, dass wir hier in Ruhe Kreisstadt bauen können. Das sieht doch schon viel freier und besser aus. Jetzt haben wir also schon drei Autobahnen, die hier zusammenkommen. Das ist schon mal gut. Und dann fehlt nur noch eine vierte. Denn die hier unten ist auch schon angebunden, das ist gut. Jetzt fehlt nur noch eine Autobahn, die nach oben noch hin muss. Und das ist diese hier. Die will ich aber jetzt ja nicht mitten durchziehen. Und deswegen werde ich die auch verlegen. Das heißt, die geht jetzt nach rechts. Die macht jetzt hier eine Kurve. Damit wir da freien Raum haben, sozusagen. So, die führt jetzt also weg. Die führt jetzt hier irgendwie nach da rechts. Sie geht auf die andere Seite und geht dann nach da oben weiter. Das ist so der Plan. Und dann haben wir eigentlich alles verbunden. Und das sind natürlich ein bisschen längere Wege für die Autos und LKWs, aber ich glaube, im Großen und Ganzen macht das nichts. Warte mal, jetzt schaue ich mal, dass ich die noch oben lasse. So, ist die noch oben? Ja, die ist noch oben, wunderbar. Und dann auch noch in die andere Richtung. So, wunderbar, dann ist die nämlich weg. Wir können ja hier noch irgendwas hinbauen. Und wir haben hier diese ganze Fläche schön frei. Wie komme ich jetzt von hier aus noch sinnvoll nach da? Wo wollen wir die denn anbinden? Entweder wir binden die dort an oder wir binden die mit da oben an. Weiß ich jetzt noch gar nicht, wie ich das machen möchte. Ich glaube, ich binde die einfach hier so rüber. So, das ist jetzt nicht so hundertprozentig schick, aber das macht eigentlich nichts. Und der führt jetzt einfach hier nach da oben weiter. Hier bauen wir ja sowieso gerade nichts. Wenn ich jetzt hier irgendwann mal noch bauen sollte, entweder baue ich dann eben um die Autobahn drumherum oder wir bauen die notfalls nochmal irgendwie ein bisschen anders, aber wahrscheinlich wird das eh erstmal nicht dazu kommen, dass wir die bebauen. So, und jetzt nur noch hier rüber, ohne da Geländer zu bauen, bitte. Ach so, jetzt sehe ich gerade, die hat der jetzt niedriger gebaut. Naja gut, macht aber nichts. So, wunderbar. Also die ist hier drüben angebunden. Und jetzt müssen wir nur noch die hier anbinden und die anderen da hinten anbinden und dann sind wir durch. Also der von hier nach hier. Weil wenn die dann jetzt hier drüben, wenn wir die alle drei verbinden, dann können die auch auf jeden Fall auf diese Autobahn drauf in Richtung Stadt. Mit ein bisschen Umweg, aber es funktioniert. Und der will natürlich auch nach da drüben kommen und dann haben wir alles angebunden. Perfekt. Juhu.
So, mit so einem Todesding habe ich es jetzt irgendwie hinbekommen, dass das hier angebunden ist. Also, die kommen nach da und die kommen nach da. Und die kommen nach dort und die kommen auch... Ja, das ist soweit okay, ne? Jetzt müsste es ja, theoretisch müsste es ja jetzt so ein Ding sein, nur kompliziert. Genau, ist es auch. Der kommt nach da, der kommt nach da. Und der kommt nach da und der kommt nach da. Also, sehr kompliziert und sehr hässlich, aber es funktioniert. Die Anwendung ist gemacht. Ich hoffe, dass das jetzt hier ein bisschen leichter wird. Das Ding mache ich erstmal weg. Die Gleise, die kommen gleich nochmal neu dann. Und jetzt muss ich nur noch schauen, dass ich diese Autobahn hier irgendwie angebunden kriege. Das sind ja jetzt eigentlich nur drei. Also eigentlich sollte es machbar sein, indem wir einfach das Ding sozusagen umgedreht bauen und kürzer. Also verbinden wir einfach diese weiterhin, wir verbinden die einfach. Wir haben ja jetzt nur drei Autobahnen sozusagen, die wir verbinden müssen. Kann ich das nicht noch kürzen hier? Ne, das kann ich leider nicht noch kürzen, sonst würde ich es kürzen. So, und der geht hier rüber. Erzähl du mir jetzt nichts von Gefälle zu steil, genau. So, also die Autobahnen sind wieder verbunden. Die Autobahnen sind verbunden. Es sieht alles so ein bisschen merkwürdig aus, aber es macht im Endeffekt dann Sinn. Jetzt muss ich nur schauen, dass ich die Autobahnen hier noch dran kriege und dann ist gut. Das ist gar nicht so leicht hier hinten, ist das ziemlich tricky, weil wir so am Ende sind hier. Und vor allem hier wird jetzt die Frage, das wird wahrscheinlich gar nicht gehen. Das wird wahrscheinlich gar nicht gehen, weil da die Gleise sind und weil wir die Gleise dann gar nicht da irgendwie hinkriegen. Die Gleise können wir nämlich nicht noch weiter rüberlegen. Das heißt, wir müssen schauen, dass wir die da wirklich irgendwie hinkriegen. So funktioniert es zumindest. Jetzt muss ich nur noch schauen, dass ich die Autobahn hier rüberkriege. Also es ist ein Pain in the Ass, kann man sagen. Es macht keinen Spaß hier, an der Grenze zu bauen. Aber wir kommen sogar irgendwie drüber, wir kommen sogar irgendwie drüber. Oh Gott, es ist so ein Gewuschle, aber es kommt irgendwie drüber. Also die kommen nach rechts auf die und die sollen natürlich auch auf diese Autobahn kommen. So, also die kommen auf die Autobahn und die kommen auf die Autobahn. Und die Autobahn soll natürlich auch auf die Autobahn hier kommen. So, also es war natürlich ein bisschen Pain in the Ass, sagt man so schön. Schmerzen im Hintern oder wie auch immer man das übersetzen möchte. Weil das halt hier sehr an der Grenze liegt und weil das auch hier so uneben ist, so hügelig ist. Und es sieht natürlich jetzt auch nicht aus wie ein Meisterwerk, aber ich glaube, dass ich alles verbunden habe. Das heißt, wir haben die Autobahn hier wieder angebunden an das, was da hinten war. Wir haben das hier unten wieder angebunden. Die Autobahn hier ist nicht mehr im Weg und kommt auch da oben hin. Und es sollten eigentlich jetzt auch alle überall wieder hinkommen. Und sogar das Gleis ist wieder verbunden. Wir werden natürlich noch die Gleise verlegen müssen. Und dann ist aber auch tatsächlich diese Fläche endlich frei und wir können hier in Ruhe weiterbauen, denn wir brauchen ja auch langsam mal wieder ein bisschen Bevölkerung, ein bisschen neue Wohngebiete und das können wir dann alles machen. Von oben sieht übrigens unser Flughafen sehr cool aus, aber ich finde auch unsere Stadt inzwischen von oben sehr cool. Und der Highway und alles und dann hier so, das ist auf jeden Fall schon ganz gut. Es ist halt manchmal stressig, gerade bei dem 25-Teile-Mod, wenn man dann hier so in diesem großen Stil bauen muss, hier hinten die Autobahn und so, das ist halt einfach Arbeit. Aber ich habe zum Beispiel auch diese Stadt, dieses Safe-Game hier, diese Karte hier, habe ich auch bei jemand anderem gesehen und der hat zum Beispiel die Autobahnen so gelassen, wie sie von Anfang an waren, auch hier auf dieser Insel zum Beispiel und das sah einfach nicht gut aus. Insofern, auch wenn es Abfuck ist, finde ich es eigentlich immer ganz cool, dass, wenn es dann mal fertig ist, dass es eben doch besser aussieht als vorher. Und hier dieses riesen Autobahnkreuz, was uns hier im Weg war, das war ja hier, sieht man noch, die Autos schweben. Hier war so ein riesen Autobahn-Ding, halt diese Schleife war halt hier. So, und damit hast du halt einfach nicht mehr. Das ist jetzt weg und wenn die Gleise dann noch wechseln, dann ist hier alles schön frei. Dann haben wir eine richtig große freie Fläche, wo wir schön weiterbauen können. Und ich bin froh, wenn das endlich der Fall ist. Ihr freut euch sicherlich auch schon drauf, endlich wieder ein bisschen Stadt und Häuser bauen zu können und nicht nur Parts lang Autobahnen. Aber es muss manchmal sein. Insofern, die Leute, die trotzdem dabei waren, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Part Skylines. Ich bin jetzt raus, ich muss ins Kino oder ich darf ins Kino. Bis zum nächsten Part, euer Walle. Bye, bye. Tja, Chance vertan, mein Lieber. Hat er keine Mailbox? Sonst könnte ich wenigstens auf die Mailbox quatschen. Wir klingeln den jetzt aus dem Bett. Geh ran jetzt, Christian! Raus aus dem Bett, ist schon fast 12.